Was geht ab, meine Freunde? Ich bin's wieder, euer Günther Bruno Gasselbert Günthersson Gebhardt. Nee, die epileptischen Anfälle habe ich leider nicht vererbt. Die sind bei mir leider standardmäßig vorgefallen. Nee, letztens war ich auf einer Geburtstagsparty. Ja, ich sag Geburtstagsparty, weil der Typ leider keine Ahnung, wie alt wurde. Keine Ahnung, auf jeden Fall komm ich dahin, gell? Denk mir nichts Böses, gell? Denk mir natürlich wieder nichts, was man sich denken kann, gell? Komm hin und schau mich so um, gell? Geh so rein, schau mich so um. Dann sehe ich so ein kleines Kind. Dürfte so höchstens 12 bis 13 Jahre alt sein. Ja. Fliegt erstmal ihr Handy runter. Ja, ich denke mir so, oh geil. Dann habe ich so gefragt, ist kaputt gegangen. Und sie so, ah nö, ist mir heute schon zum 20. Mal runtergeflogen. Ich denke mir so, alles klar, bist du behindert, gell? Und sie so, ja, das fällt mir immer runter, weil ich gerade schon so richtig viel gesippt hab, gell? Ich denke mir so, mit Sicherheit hast du heute schon so viel gesippt, gell? Mit Sicherheit. Wahrscheinlich hast du drei Gläser irgendwas, Johannisbeersaft oder keine Ahnung, Apfelsirup oder so gesippt, ey. Du kleine Digge, ey. Auf jeden Fall, das ist eine etwas korpulentere Frau, um die etwas korpulenteren Leute hier nicht zu beleidigen, die wo sich das wie sie hier angucken. Und ja, hab ich mir doch das mal angeguckt und ja, dann sagt sie zu mir, ja, hab ich heute schon viel gesippt. Ja, fliegt ihr Handy wieder runter. Ich muss mir voll fast Lachen verkneifen, gell? Ich weiß, das passiert mir den ganzen Tag heute. Ich denke, ja, okay, geh weiter, gell? Schau ein bisschen um, gell? Dreh mich um, gell? Ist das dicke Mädchen, oh, das korpulentere Mädchen, natürlich wieder beim Bier ausschauen, gell? Holt sich so ein Bier, gell? Und ich denke mir so, okay, ja, okay, vielleicht hat die heute schon ein bisschen gesippt, gell? Scheint 12, 13 gewesen zu sein, gell? Eltern, komplett asozial, flacken schon in der Ecke mit einer Wodka in der Hand, gell? Juckt die nicht? Macht wildes Bier so öffnen, das hat so einen Verschluss mit so einer, da wo man so den Fingerlasche reinmachen kann und dann einfach so hoch, gell? Will die machen, gell? Zieht so und kriegt es einfach nicht auf, Alter. Ich denke so, mit Sicherheit hast du euch schon was gesippt, Alter. Wahrscheinlich irgendeinen Schraubverschluss oder keine Ahnung, aus einer Schnabeltasse oder so. Ich weiß ja nicht, ich habe auf jeden Fall kein Bier und auf jeden Fall nicht aus der Flasche, weil du das nicht aufbekommst. Zieht die das, okay? Und reichst den Ring ab, wo man das aufmacht. Aber das Flasche ist immer noch nicht offen. Da frag doch mal, wie kriegst du dieses Bier auf? Was macht sie? Haut es gegen den Tisch. Ich denke mir so, Bruder, was ist denn bei dir los? Bist du komplett geisteskrank oder was? Die knallt das gegen den Tisch, kommt einer, geh, macht dir das Ganze mal auf, geh, und sie trinkt so, geh, und spuckt es sofort in die Nase und sagt, boah, das doch bitte. Und ich nur so, mit 12 Jahren, bist du dumm? Auf jeden Fall geht's dann weiter mit der Party, gell? Mit der Party exklusiv auf Antenne Bayern. Mit Sicherheit auf Antenne Bayern, oder? Mit Sicherheit. Auf jeden Fall geht's weiter, gell? Gehe ich so an Grill, steht neben mir ein großer Grill, hol ich mir ein Stückchen Fleisch, gell? Neben mir steht so ein kleinerer Junge und ein älterer Mann, gell? Erklärt der Mann so, oh Bruder! Bruder, also der Mann erklärt, gell? Oh Bruder, so musst du das Fleisch richtig grillen. Hier ist die direkte Feuerstelle, dann die indirekte und dann die ganz ohne Steine. Wie ohne Steine? Ohne Feuer natürlich. Na, normal, gell? Und dann sagt der Sohn so, ja, oder das Kind, ja, okay. Ja, und schau mal, das Fleisch muss ja richtig gegart sein. Erstmal die Brutzelfläche machen, dass sich die Poren schließen. Und der Junge dachte sich so, halt einfach dein Maul, dummes Stück Scheiße. Juck mich doch nicht, was du für eine Dünnschiss laberst, ey. Sagt, perfekt, die Poren schließen, dass der Fleisch soft innerschönlich schön zusammensaugt und das Fleisch schön saftig wird, dass man es medium rare gegrillt haben kann. Mit Sicherheit, gell? Juckt den Sohn nicht, gell? Dann ist der Sohn weggegangen, gell? Weil es anscheinend nicht mehr gejuckt hat, gell? Und der alte Sack war ich noch ein bisschen weiter geblieben, gell? Erklärt zu dem anderen alten Sack, sagt so, ja, Bruder, gell? Der interessiert sich für mich richtig brutal. Aber ich weiß nicht, ob er jetzt immer nur sagt, dass er sich interessiert. Der Typ sagt ja nicht mal, dass er sich interessiert. Der kleine Junge hat keinen Bock auf so eine Scheiße, Mann. Der Typ war 12 oder 13, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war das so eine, keine Ahnung. Auf jeden Fall, egal. Ja, so, epileptische Anfälle wieder eingerichtet. Auf jeden Fall erzählt er dem, ja, ich weiß es nicht, ob er sich interessiert für das. Er sagt zwar, dass er interessiert, aber er sagt das wahrscheinlich auch nur, weil er Respekt vor mir hat. Bruder, hast du Respekt vor mir? Dann sag bitte, lass du mir näher, sonst gib ich dir einen auf den Kopf oder was? Gib ich dir einen auf den Nacken? Dass du 3 Wochen Drackenschmerzen hast, weißt du, und Bauchweh hast du, na, ja, Bruder, du weißt. Auf jeden Fall sagt er dann, ja, gebe ich dir Respekt. Aber dann sagt er so, ja, das sehe ich dann selber, wenn er mal so 18, 19 ist,
dann will ich ja sehen, ob er die Techniken anwendet, die ich ihm jetzt beigebracht habe. Ich denke mir so, Dick, mit Sicherheit weiß er die dann noch, dass sich das Fleisch die Bohren entzieht und dann alles mit Boom, Bam, Gehirn, Kopf, Explosion. Ich weiß nicht Bescheid. Auf jeden Fall habe ich den Typen weiterreden lassen und bin nach Hause gegangen, weil das hat mir auch schon wieder gereicht. Um 10 Uhr nach Hause gegangen, ins Bett gelegt und dann gleich mal schön ein Nickerchen gemacht. Ich will mich verabschieden mit den schönen Worten und sag Tschaußen. Bis die Tage. Peace out.